Das ist sein Komplett. Vergnügen. Ja, bitteschön. So. Ich glaube, die sind eher mit Geld bestechbar, statt mit Schokolade. Ich habe ihnen das zurückgegeben. Aber wenn sie mir das wieder zurückgeben. Stimmt ja gar nicht, sie haben mich abgezogen. Also, ich finde es nicht schön, dass sie Lügen über das LU verbreiten. Finde ich auch nicht schön. Mikado, sie sollen das bitte. Deutsch. Lass es einfach. Ich würde das anzeigen als Nötigung oder so. Ja. Es geht ja nicht, dass das LU hier so belästigt wird. Brauchst du 700 Euro? Belästigt Nehme ich gerne. Das aber nicht. Das nenne ich Betrug. Betrug. Warum denn? Verhalten Sie die 700 Euro in Punkt. Du verschenkst das Geld? Nee, ich hab verschenkt nichts. Nein, Mikado meine ich. Ach so. Ja. Nee. Ich sehe plus minus ein Einkommen ausgeben. Also ich habe meine 100 zurückbekommen. Ich bin nicht von der Bestechung betroffen. Also ich habe niemanden bestochen. Bei Mikado würde ich sagen. Ich habe eigentlich auch keinen bestochen. Doch. Jetzt nee, überweist du auch nicht auch mehr zurück. Zurückbekommen. Jetzt überweist du auch nicht mehr zurück. Oh, komisch. Ich habe auf einmal 32.000 statt 10.000. Wo kam das denn her? Von den 50.000 vielleicht? Nee. Er hat was Die habe ich schon für meinen Kredit weggemacht. Als ob ich was verkaufen würde. Ja, sie sind gerade von Akroma weggefahren. Ja. Kann gar nicht sein, das haben sie gar nicht gesehen. Zufällig mit einem Ballenladewagen? Ach, da schon wieder Ballen. Ich finde diese Hupe auch gut. Ich finde diese Hupe so geil. Nein, geh weg! Das ist so geil, dieser Traktor, Alter. Also, der hat Kollision mit Mikado ohnehin, hat gerade richtig Glück. Ey, ne? Na komm, ich lass dich durch. Weil er kann gerade die Silage ballen. Das ist so eine Schranke, weißt du? Verkaufen. Oh, da ich komm nicht drauf. Ich hab ein bisschen ein Problem, weil ich muss meine Silage erstmal. Sollst gären, du aber vielleicht mal. Nee. Wir sind hier immer noch in der Aufnahme. Da muss man mal hart bleiben. Bleib mal bei der Sache. Bleib erstmal selber bei der Sache. Ich stelle ein Misstrauensvotum gegen Mikado. Der Warum? Arbeitet nicht richtig. Warum? Was ist denn arbeite ich denn jetzt nicht richtig? Der betrügt. Was betrüge ich denn jetzt? Alles. Hä? Was heißt denn hier alles? Sie haben den Markt. Hallo? Sie haben den Markt bestochen. Was zum? Sie haben extra darauf gewartet, dass ich keine Silageballen habe und dann den Silagepreis in die Höhe kriegen. Woher soll ich das denn wissen? Geh weg! Und das meine ich doch. Sie haben den Preis illegal angehoben. Ich verlange, dass Sie 50% vom Erlös an mich zahlen. 50% von Ihrem ganzen Gehalt, den Sie jedes Jahr bekommen, zahlen Sie an mich, war das mal nett. Nein, ups. Doofer Kopf. Jo, was ist das denn jetzt für eine Kollision? Nein, Sie zahlen die 50.000 Sie an zahlen mich. Mir 50.000? 50%. 50.000 zahlen Sie mir? Krass. 50%. Also, es ist jetzt wirklich nicht nötig, aber ich nehme es natürlich sehr gerne an. Danke, Barone. Ist echt nett von Ihnen. Naja, schauen wir mal. Aha. Schauen wir mal, welche Silage am Ende mehr bringt. Ja, du, weil du natürlich mehr hast, aber trotzdem. Ja, kommt drauf an. Das hier ist jetzt mal nur, damit ich mal wieder Geld habe, um meine Lohnunternehmer zu bezahlen. Ja, dafür gibt's bei mir einen Kredit. Die Arme. Soll ich Ihnen ich ein hab bisschen bisher Geld alles leihen? Bezahlt. Nee, ich habe ja noch ein Waldgrundstück. Junge, ne? Der ist wie so ein Schild. Wie so ein Schild steht da mitten auf der Straße. Und ich fahre dagegen und halte komplett an. Der ist wie so ein Betonmischer. Jetzt mal nicht beleidigend sagen, aber wenn ich gegen diese Betonmischer, diese KI fahre,
wird komplett zurückgeschleudert oder halt komplett an. Auch. Schlimm. Sehr schlimm. Ja. Einfach weiter da stehen bleiben, Teigefahren. Gibt dann auch nochmal 100 Kröten. Das ist Bestechung, Anzeige. Können Sie gerne anzeigen, wo sind die Beweise? Tigerfarm, sagen Sie für mich aus. Wofür denn? Nein. Oder ehrlich gesagt, warum? Darum. Beste Antwort. Ja, aber wegen was? Ja, wegen das. Ja, wegen Betrug dritten Grades, wegen Bestechung. Dass Tigerfarm weiter dort stehen bleiben soll, um mich zu... Beweise? Ja. Wo? Kann ich gerne bringen. Wo? Ja, kann ich ihn gerne bringen. Da fährt er einfach über meinen Hof. Ein Teil. Jetzt auch noch hier schon wieder Landfriedensbruch. Ja. Ich fahr nicht über seinen Hof. Doch, du bist ein ganz kleines Stückchen über meinen Hof gefahren. Das war rechts daneben, ja? Rechts daneben. Gucken Sie auf die Karte und drücken Sie X. Dann sehen Sie, was rot ist, gehört mir. Und da sind Sie ein bisschen durchgefahren. Das ist ein Fluss. Der gehört nicht Ihnen. Gucken Sie das rot markiert auf. Ich bin mir 100% sicher, dass Ihnen der Fluss nicht gehört. Was gibt's denn für Landfriedensbruch? 50.000, oder? Muss man da bezahlen? Nicht. Hallo? Es gibt erstmal eine Ermahnung. Dann hätten Sie mir ja schon längst 100.000 bezahlen müssen. Warum? Bin ich zweimal über Ihr Land gefahren? Ja? Nee. Ja, okay, einmal sind Sie drüber gegangen. Gelaufen. Ja, gelaufen. Nach Aufforderung von Ihnen. Nein. Doch. So, wir wären bereit. Das war mein Holzfäller. Wir wären für die letzte Überraschung bereit. Wir Holzfäller haben. Gut, dann bitte einmal alle Arbeiten einstellen. Warte! Das haben wir aber nicht gewettet. Nein! Nein, lach doch ab! Oh. Alle Motoren aus, alles aus. Das lach ich jetzt noch ab. Mikado? Ja, bitte. Sie werden da gerade hochtransportiert. Ich habe gesagt, Motor aus, alles aus. Also ich glaube nicht, dass das So, und jetzt? Ja, wenn Sie mögen, kommen Sie bitte einmal zu meinem Hof. Und wenn wir nicht mögen? Dann bitte nicht. Sie müssen. Okay. Bringen Sie am besten zu dem Farmhaus oder der Schafweide. So. Kommen auch gerade. Oh no. Ja, dann müssen wir auf den Herrn Mikado warten. Ach, wie immer. Ich fahre mit meinem MB-Truck bei euch vorbei. Nein, Sie lassen den da stehen. Nein, ich fahre mit dem vorbei. Na gut, dann lass den halt hier stehen. Verhinder das, dass Sie das machen. Ich kann nicht bei Ihnen. Zu hoch. Warte. Nee, warte, ich gehe einfach über die Tankstelle zu Ihnen. Ist ja auch nicht frei. So, jetzt können Sie. Müssen wir ein Wettrennen machen? Das erfahren Sie gleich. Was muss man denn machen? Ich bin Erster. Was müssen wir machen? Seien Sie nicht so. Was machen wir? Stellen Sie sich mal. Was machen wir? Einer hier hin und einer daneben. Hier hin? Nein, vor den Zaun. So. Hier hin? Nein, so, dass Sie so gucken. Also zu mir. Schönes Panorama. So. Ist das so richtig? Schade, in Minecraft hätte ich dich jetzt geschlagen. So. Ja, shit. Ich habe für Sie ein Quiz vorbereitet. Die rote Karte in Ihrem Hand oder was? Genau die. Also eigentlich ist sie weiß, aber ich habe sie rot angemalt. 30. Also bei mir ist sie durchsichtig. Ich sag 30. Ja, es ist der neue Style. Okay, um was geht's? Die neue Style durchsichtig. Und der Gewinner bekommt nochmal 10.000 Euro. Wie? Also wer mehr Fragen richtig hat. Die könnten uns... Alter, das sind zweimal Typhoons. Ist doch gut. Ja, vor allem, weil man zwei braucht.
Okay, so, ja. Also los. Ich habe dann drei. So, die was? Erste Frage. Achso, Fragen. Wie viele Fragen? Ja. 10. Oh Gott. Und wenn es unentschieden steht? Wer hat die denn alle ausgesucht? Wenn es unentschieden steht, bekommen beide was. Okay. Beide bekommen fünf beide. Fragen. Ja. Okay. Die erste Frage ist, wie ist die Mischung für TMR? Also aus welcher Zusammensetzung? Mäp. Ja. zwei Silageballen, ein Heuballen. Nein, ich habe schon verkackt. Zwei Heuballen, eins Strohballen und der Rest Silage. So rum. Richtig. Was ist denn bitte TMR? Ist das, totale ist das Mischration. Umleitung? Also. So. Ich nenne das einfach immer Kuhfutter. Ja, oder Mischfutter, ja klar. Okay. So, dann Varuna. 1-0. So, die nächste Frage ist, wie viel Arbeitsbreite hat das HR12 von Holmer, das Rübenschneidwerk? Wir dürfen nicht nachgucken, ne? Nein, ihr dürft nicht nachgucken. Miep. Also, wer am nächsten dran ist. Okay. 4,5. 3,6. Mikado ist näher dran. 5,4. Ich hab gedacht, 5,4, echt so groß? Ich dachte 12 Fuß ja. Und 30 Zentimeter ein Fuß. Verdammt. Okay. Nein. 30 Meter ein Fuß ist schon ganz so groß. Die dritte Frage. Wie viel PS hat der Tatra? Der LKW. Welche Motorausführung? Oder gibt es da nur eine? Da gibt's nur eine. Map. Also wir werden ja dran. Ja. Map. 500. Ja. Und Mikado? 400. Es ist 462, so somit hat mehr dran. 2-1, oder? 2-1 für Varuna. Okay. Die vierte Ach, Mann, Frage, aber da stand eine 4 vor. Die vierte Frage ist, wie viele Aufsätze hat der IT-Runner? Ja. Der also IT-Runner war was nochmal? Also ohne den Wagen. Der Anhänger, der verschiedene Vorrichtungen hinten drauf. Ja, machen, ja, vielleicht nochmal. Miep, 5. Ja. Ich sag, Varuna? Ich sag 10. Mikado ist näher dran, es sind 6. Ah. Okay. Die nächste Frage ist, wie viel PS braucht der Bergmann-Ladewagen zum Ziehen? Der Bergmann? Welche der zweite Farbe? Ladewagen. Welche Farbe hat der? Der zweite. Ja. 120? 150. Oh, einen Moment, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Einen Moment. Das ist ein Fail. Was haben wir nochmal? 120. Ich sag 150. Mikado ist genau richtig. Ah, ich dachte, das ist ja mehr. Was braucht dann der Ding, der erste? Der Pöttinger? 90? Der Stortmann ist das, 95. Ist hast du jetzt nach die PS oder KW gefragt? PS. Ja, gut. Mikado sagt die ganze Zeit die KW und liegt richtig. Hä, nein, ich wollte nur fragen, weil es war, kam mir schon ein bisschen wenig vor. So, jetzt ist eine Map-Frage. Okay. Wie viele Verkaufsstellen gibt es auf dem Zweisternhof? Also die gelben Punkte. Wie viel steht's? 7, sag ich. Man darf nicht auf der Karte gucken. Das. Nee, Karte ist bei mir aus. Karte ist bei mir auch aus. 7. Sag. Ich weiß, dass es nicht so viele sind. Ja. Ah, Moment, aber Tiger Farm? Was sagen? Ja. Die BGA zählt im Moment nicht dazu. Die hab ich auch mitgezählt. Aber die ist ja keine öffentliche Verkaufsstelle. Die habe ich aber trotzdem mitgezählt. Okay. Was schätzt du? Na, davor konnte man ja. Mikado? Ich habe 6 gezählt. 6 und du? Ich habe 7 gesagt und Mikado hat gerade gesagt, er hat gezählt. Hä? Varuna ist näher dran, das sind nämlich 8. Hui. Ja, siehst du? Ja. Siehst du? So. Betrügen bringt nichts.
was denn mit irgendwie? Sagen Sie mal, also wenn wir in Minecraft, dann können Sie es direkt schlagen, ja. Haben Diamantschwert mit Effizienz. Die nächste Frage ist. Ich habe eine Mistgabel, wie? Pass auf. Wie viele ich Kreise? Ich hab mehr Schwert. Oh, ne, den wollte ich eigentlich gar nicht raus. Wie viele Kreise? Wie viele Kreise-Eggen gibt es? Kreise-Eggen? Das ist eine Kreiselecke. Ich glaube, das waren zwei. Ich hätte auch zwei gesagt. Nee. Ich ja, sag doch. Zwei. Nein. Ihr liegt beide richtig. Komplett richtig? Ja. Ja, wie viel steht's denn? 4-4. Okay. Wir sind jetzt bei der... Gibt es für beide einen Punkt oder für keinen Punkt? Hä? Für beide. Gibt es für beide einen Punkt oder keinen Punkt? Beide Punkt. Okay. Ja. Die achte Frage. Wie viele Meter hat der größte Grubber? Map. Ja. 8. Map. Mikado? 12. Mikado ist näher dran. Es sind nämlich 24. Oh! Größte Grubber. Ja. Der größte Grubber. Ah, das ist der graue, gell? Ja. Ah, ich war bei Ding, ich war bei... Ah, stimmt! Ich war bei Tiefenlockerer. Ja, ja, okay. Und ich war irgendwo bei der Hälfte. Die neunte Frage ist, wie viel Meter hat der Zuckerrohrernter? Meinst du jetzt den großen oder den kleinen? Also den Selbstfahrer. Selbstfahrer? Ich meine, 2 Meter. Ich sag 3. Mikado ist richtig. Was war das nochmal mit dem Zuckerrohr beschäftigen? Ja, der letzten der Vorfeldenfolge. Demnach steht es jetzt wie viel? Es steht jetzt 4-6. Okay, demnach ist eigentlich schon entschieden. Egal, letzte Frage für die Ehre. Ja, die 10. Frage ist, wie viele Kompakttraktoren gibt es? Kompakttraktoren? Ohne 11. Mods. 10. Mikado ist richtig. 10. Oh. Das heißt, Mikado hat gewonnen. Ey, und sogar deutlich, Alter. 7-4. 7-4. Das ist so gut, bin ich in diesem Spiel, hätte ich nicht gedacht. Nee. Herzlichen Glückwunsch. So, dann kriegen Sie jetzt... Dankeschön. Erstmal Hand. Dann kriegen Sie Ihre 10.000. Vielen Dank. Das war sehr schön. Das können wir ruhig öfter machen. Und die gleichen Fragen. So. Bitte schön. Nee, neue Fragen. Das machen wir dann ab 100, ab der 100. Folge. Aber dann bekommen wir dann 100.000. Als... Ja, und bei der 1000. Folge gibt es dann 1 Million, oder was? Nee, da gibt es dann 1 Milliarde. So, aber gut, das war's von der heutigen Folge. Ich denke, ich werde die 2 Folgen gesplittet haben, weil wir sind inzwischen bei Minute 41. Deshalb, 41 schon. Genau. Also die ganze Geschichte hier mit dem Quiz hat 10 Minuten gedauert, oder ich werde das Quiz einzeln hochladen. Schauen wir mal. Beziehungsweise ihr werdet es dann gesehen haben. Gut. Ja. Naja, also auf jeden Fall hat diese ganze Folge sehr viel Spaß gemacht. Jo, und wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat. Am besten Like, Abo und ein Kommentar da lassen. Genau. Haut rein, macht's gut. Bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao. Tschüss.